Nach der phänomenalen Rallye, die der Goldpreis in den letzten 2-3 Wochen hingelegt hat, ist es zunächst jetzt etwas ruhiger geworden. Und auch nachdem wir die 2200 US-Dollar überschritten haben, ging es jetzt zunächst erstmal wieder etwas runter, so Richtung 2150 US-Dollar ganz grob. Doch heißt es jetzt, dass die Rallye vorbei ist? Ja? Geht der Goldpreis nicht weiter hoch? Oder ist das die kurze Verschnaufpause? Und vor allem, was machen eigentlich die Minenaktien? Ist hier nun endlich auch mal Aufwind in Sicht? Tja, wir schauen uns heute dazu verschiedene Analysten und Analysemeinungen an und sprechen auch kurz mit Wolfgang Seibold, unserem Geschäftsführer bei Axino, mit nun deutlich mehr als 3 Jahrzehnten Investmenterfahrung in genau diesem Sektor. Mein Name ist Jan Wilhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Und wenn ihr hier aus diesen Videos in letzter Zeit etwas für euch mitnehmen könntet, dann könnt ihr uns mit einem Daumen nach oben, kurzen Kommentar etwas zurückgeben. Das freut uns riesig. Wir haben die 10.000 Abonnenten überschritten. Wir haben ja schon ein Gewinnspiel angekündigt. Wir sind diese Woche noch relativ viel unterwegs tatsächlich. Deswegen werde es dazu in nächster Woche mehr Infos geben und auch laden wir euch sehr herzlich ein, auf der Investmesse vorbeizuschauen. Ihr kriegt von uns gratis Tickets. Wir haben dort einen großen Stand, wir haben dort Vorträge. Kommt sehr gerne vorbei. Wir freuen uns, mit euch zu sprechen. Gold, dieser Ausbruch ist eindeutig. So titelt unser bekannter Florian Grummes seine neueste Goldanalyse. Florian ist ein renommierter Analyst und er ist nicht nur selber als Investor und auch als Trader sehr erfolgreich, sondern er ist auch international bei uns im Edelmetallsektor einfach sehr gefragt und ja eigentlich weltweit bekannt. Nachdem der Goldpreis das gesamte Jahr 2023 einfach diesen Sprung über die 2075 US-Dollar nicht geschafft hat, zeigt der Trend laut Florian nun eindeutig nach oben. Er sieht daher ein bullisches Kursziel von 2.535 US-Dollar innerhalb der nächsten paar Monate tatsächlich schon für realistisch. Viele Goldfans haben auch ihr Pulver zurückgehalten, ja, weil man einfach kein Zeichen gesehen hat. Jetzt scheint dieses Zeichen zum Aufbruch endlich dort zu sein. Und auch wenn wir jetzt wieder, wie gesagt, um diese 2150 ganz grob US-Dollar handeln und somit jetzt auch wieder circa 50 US-Dollar vom All-Time-High weg sind, ist es keineswegs etwas, ja, was uns großartig den Mut nehmen sollte. Ja, eine gesunde Konsolidierung gehört einfach nach einem starken Anstieg erstmal dazu, Luft holen, bevor es dann weitergehen kann. So zumindest die Theorie, wie immer natürlich keine Anlageempfehlung, keiner hat die Glaskugel, aber nachdem der Goldpreis so lange unten blieb, stehen die Zeichen jetzt sehr gut. Denn die weiter steigende Inflation in den USA, die stützt den Goldpreis nochmals und zeigt für mich auch ganz klar auf, dass man sich eben, wie ich es hier so häufig schon gesagt habe, einfach auch verschätzt hat seitens der Zentralbanken. Ja, trotz immer noch hohen Zinsen in den Staaten drüben und auch bei uns in der Eurozone ist die Inflation wieder leicht angestiegen und auch für März könnte drüben in den Staaten die Inflation wieder leicht nach oben etwas draufschlagen. Auch die Probleme mit den Gewerbeimmobilien, von denen ich hier so häufig erzähle, die gehen immer weiter. Das ist quasi eine Todesspirale. Denn erst kürzlich, und ich garantiere, das hat kaum einer mitbekommen, vor allem nicht in der Presse, erst kürzlich hat nämlich der größte kanadische Pensionsfonds seine Anteile an einem Immobilienprojekt für einen symbolischen Dollar verkauft. Natürlich dann auch mitsamt allen Schulden, die an diesen Anteilen dranhängen, ja. Während aber auch eine Bank nach der anderen, insbesondere in den USA, ja über die Wupper geht oder ins Wanken zumindest mal gerät, ist zudem nun auch das Bank-Term-Funding-Programm. Ja, also ein Programm quasi für Notkredite für die Banken, das ist jetzt ausgelaufen. Auch das könnte die Krise nochmals weiter verschärfen. Denn die Banken haben da ehrlich gesagt gut zugelangt. Zudem halten die Kriege weiterhin an, ja, viele Schiffe meiden nach wie vor den Weg durchs Rote Meer und nehmen ja lieber die längere und auch teurere Route um Afrika rum in Kauf, statt eben ins Kreuzfeuer der kriegerischen Aktivitäten zu gelangen. Und all das treibt auch weiter Investoren ins Gold und wie gesagt, insbesondere Zentralbanken haben Rekordkäufe getätigt und es geht immer weiter. Und Zentralbanken, die spielen das große Spiel. Ich würde immer schauen, was die machen. Auch Stefan, der Börsenninja, der geht von steigenden Goldpreisen aus. Das hat er uns letztens erst in einer kurzen Analyse hier auf dem Kanal erzählt.
Also, wir hatten ja bei unseren letzten Ausgaben auch immer wieder Gold thematisiert gehabt. Und hier war für mich relevant gewesen, dass wir hier in einer ganz großen bullischen Range gewesen sind. Wir hatten ja hier einen kleinen Spike gehabt, der hier ausgebrochen war, der allerdings sehr schnell wieder abverkauft worden ist. Das war Ende letzten Jahres im Dezember gewesen. Und jetzt hat das Gold tatsächlich ein erneutes Mal geschafft, diese Horizontale, die schon so lange Bestand hatte, bullisch aufzulösen. Für mich wäre jetzt aktuell interessant, falls Gold nochmal ein Pullback machen sollte. Dazu schauen wir uns das genauer an im 4-Stunden-Chart. Hier können wir sehen, dass Gold in den letzten Tagen hier eine große Trendumkehrformation gebildet hatte. Und das wäre für mich eine wirklich sehr interessante Zone, vielleicht mittelfristig doch nochmal bei einem Pullback hier ein Kaufsignal zu generieren, wenn wir hier diese Punkte nochmal bekommen sollten. Also nach dem Pullback halte ich definitiv für möglich, rein aus charttechnischer Sicht, wenn wir uns das aus dem Wochenchart nochmal anschauen, haben wir letztes Mal besprochen gehabt, die 2.500. Das ist natürlich ein Ziel, das nicht in den nächsten 2, 3 Wochen kommen kann. Also natürlich ist es möglich, an der Börse ist alles möglich, aber rein konservativ und also wirklich vorsichtig mal als Prognose anzunehmen, in den nächsten Monaten definitiv für möglich, die 2.500 mit diesem Ausbruch aus dieser großen Range, die wir ja gehabt haben. China kauft auch weiterhin Gold und auch die chinesische Bevölkerung hat im Rahmen des Neujahrsfests ordentlich nachgekauft. Aber auch die vom Westen sanktionierten Staaten, die kaufen weiter Gold. Denn nur so können sie effektiv dem US-Dollar wirklich entkommen. Zumindest mal sich großteils entkoppeln und sich absichern im eigenen Land. Ja, auch sehen wir hier in dieser Chartsammlung von Mack und Weise ganz gut, dass sich Investoren derzeit immer weiter aus den US-Staatsanleihen zurückziehen. Ja, ein Trend, der schon etwas länger tatsächlich anhält und auch jetzt weitergeht. Ja, doch das Marktsentiment für Minenaktien hingegen, das sehen wir hier sehr gut, das ist weiterhin schlecht. Ja, und warum ist es eigentlich so? Tja, ich habe mal Wolfgang Seibold, wie gesagt, seit 35 Jahren investiert er in den Sektor, den habe ich dazugeholt und mal gefragt, was aus seiner Sicht jetzt für Investoren wichtig ist. Was muss man jetzt beachten und wo könnten in nächster Zeit die großen Chancen schlummern? Wolfgang, wie gerade schon im Video gesagt, der Goldpreis ging über die 2200 US-Dollar rüber. Jetzt sind wir ein bisschen wieder zurückgekommen, eine gesunde Konsolidierung. Aber die Goldstocks, die ziehen noch nicht so richtig hinterher. Was muss da passieren? Ja, die Goldstocks, die ziehen ja nur bedingt hinterher, weil noch zu viel Geld verdient wird in den anderen Sektoren. Siehst du ja, S&P geht hoch, Nvidia geht auch hoch, dann gibt es eine Korrektur, aber irgendwie fließt immer noch das Geld in die anderen Sektoren. Aber trotzdem ist es so, man merkt schon, mehr und mehr werden aufmerksam auf die höhere Marge, die jetzt doch bei dem höheren und angestiegenen Goldpreis bei den großen Produzenten da ist. Und ich glaube, wir müssen vielleicht noch 1 oder 2 Quartale warten, bis dann auch mal die Finanzzahlen, die es dokumentieren, in den Quartalsergebnissen. Und jeder sagt, oh, die haben ja hier noch ein paar Millionchen mehr Geld verdient. Das wird helfen, den Sektor nochmal ein bisschen zu beflügeln. Und ja, aufs Frühjahr hinein ist ja meistens auch dann zum Sommer hin der Goldpreis eigentlich sehr gut gelaufen. Wahrscheinlich sind wir jetzt auf einem hohen Niveau erstmal so ein bisschen in der Konsolidierung und werden dann vielleicht nochmal einen Schub haben. Und wenn dann der Goldpreis nochmal steigt, glaube ich, kommt noch mehr Geld rein und dann wird es so durchgereiht. Zuerst kriegen die Großen das Geld ab, dann die Mittleren, dann die Kleinen. Also bei den Juniors müssen wir noch ein bisschen warten, aber ich bin ja ganz guter Dinge. Jetzt muss man fairerweise sagen, auch letztes Jahr standen wir bei grob 2000 US-Dollar, ja auch relativ hoher Goldpreis. Also richtig hoch ging es nicht. Was muss jetzt als Zünder vielleicht deiner Meinung nach kommen? Nur die Quartalszahlen, das ist das eine, aber was brauchst du jetzt vielleicht noch, damit mal wirklich auch neue Leute in den Sektor kommen und das schnell hochgehen kann? Wir haben es ja letztes Jahr gesehen oder in den letzten Jahren, wie schnell mal so eine Junior-Aktie sich auch Ja. drehen kann und mal 10x gehen kann im besten Fall. Also die großen Player, die gehen ja nicht schnell hoch, ja. Die verdienen dann mehr Geld und dann glaubt man auch wieder dran an den Sektor und dann fließt auch vielleicht von den größeren Kapitalgebern mal wieder ordentlich Geld hinein. Bei den Juniors, da kann es exponentiell mal nach oben gehen. Der Driver ist da halt schon auch immer der Goldpreis. Vielleicht muss er aber auch auf die 2,5 gehen, ich weiß es nicht. Ja. Kann man schon aber auch sehen, dass es bisher nicht gereicht hat, dieses Momentum wieder zu starten. 2020, während Covid, war da ja so ein 6 Monats-Zeitfenster, wo es dann also wirklich abartig nach oben ging. Ja, teilweise haben die Kurse dann ver-x-facht in einem Zeitraum von wirklich nur 6 Monaten. Das ist schon außergewöhnlich, aber so ist halt dieser Sektor. Er ist schon sehr, sehr ausgebombt. Ja, die Investoren glauben nicht dran, deswegen sind wir ja auch so contrarian bullish. Das waren wir auch 2019 für Uran und für Lithium. Und klar, man braucht Geduld. Da kann man das jetzt nicht auf 6 oder 12 Monate genau timen. Aber prinzipiell gilt, die Zeichen stehen eigentlich eher wieder für diese Juniors. Und ein steigender Goldpreis hat immer geholfen. Das wird es auch diesmal sein.
Am Ende des Tages ist es ein sehr kleiner Sektor. Sobald das Geld einmal reinfließt, dann geht es im Prinzip auch los, kann man sagen. Es geht auch rein, wenn Discoveries gemacht werden. Ja, das siehst du immer wieder. Ja, eine Hercules Silver zum Beispiel ist ja auch exponentiell nach oben geschossen, wäre in einer Phase, wo andere gar nichts gemacht haben. Warum? Sie haben halt auch hochgradiges Erz gefunden. Dann ist Barrick noch eingestiegen. Also wenn du was findest, was Substanzielles, dann kriegst du immer an der Börse auch das Gehör. Sprich auch dann quasi Investoren, die das honorieren und dann steigt dein Kurs. Jetzt vielleicht zum Schluss, jetzt sagen auch viele Investoren, nun ja, oder vor allem auch die Jüngeren, ja, meine Generation, die sagt, nun ja, ihr seid ja, ihr Goldbugs, ja, ihr seid ein bisschen veraltet, ihr glaubt doch wohl nicht, dass jetzt nochmal irgendwann Gold oder Rohstoffe hochgehen werden, Bitcoin ist das neue Ding, wie stehst du dazu, glaubst du auch, nun ja, vielleicht sind wir einfach oldschool, wir glauben an etwas, was keine Daseinsberechtigung mehr hat, wie siehst du das, wie schätzt du das ein? Ich glaube, das hat mit Oldschool nichts zu tun, das ist einfach Erfahrung und zwar nicht nur Lebenserfahrung, sondern Börsenerfahrung. Ja. Und der Bitcoin hat seine Daseinsberechtigung zweifelsohne, er ist eine Anlageklasse, viele haben die entdeckt, viele haben drauf spekuliert und die Spekulation ging bisher ja ganz gut auf. Mhm. Nur, der Bitcoin ist halt ein paar Jahre alt und keine 5000 wie Gold. Ja. Also wir reden hier von zwei verschiedenen Paar Stiefeln. Viele Leute versuchen das auch zu vergleichen, nur bedingt würde ich sagen. Wir haben auf der einen Seite ein digitales Asset, was man auch nicht so leicht vermehren kann, das ist schon mal ganz gut. Also die Grundvoraussetzungen für Bitcoin sind ideal. Aber trotzdem, als Währungsersatz sehe ich das noch lange nicht. Ja. Und die Zentralbanken haben auch bisher keine Bitcoins im großen Stile gekauft. Vielleicht werden sie das noch tun, vielleicht ist es dann eine Alternative. Aber bei Gold und Silber rede ich persönlich von Währung. Warum? Weil es ja auch schon bewiesen hat, als Krisenmetall, als Metall, der Werterhalte, der Substanz und das vor tausenden von Jahren, das muss man einfach wissen. Das sind zwei Paar Stiefel, das kann man nicht vergleichen und deswegen ist es gut, dass es die einen gibt, die vielleicht Bitcoin kaufen, weil es ja trendig ist, auch junge Generation und die andere Seite, die ja ein bisschen mehr Erfahrung haben, ein bisschen, auch vielleicht mit dem Metall schon länger investiert sind und auch merken, was es heißt, Kaufkrafterhalt. Ja. Das ist für die halt weniger Spekulationsobjekt. Also Bitcoin ist halt für viele auch Spekulationsobjekt. Für die Anleger, glaube ich, die physische Edelmetalle kaufen, ist es weniger Spekulation, sondern wirklich Diversifikation, Risiko im Portfolio runterzunehmen. Die Jungen müssen ja spekulieren, damit sie mal zu Kohle kommen. Ich sag mal etwas salopp. Mhm. Ja. In meinem Alter muss man vielleicht auch sagen, okay, was behält mein Vermögen, wo investiere ich? Viele gehen in Immobilien rein, aber Edelmetalle ist schon auch was, die Deutschen so lieben und auch machen und das ist auch gut so. Deswegen vergleichen, glaube ich, nur bedingt. Wichtig ist, finde ich, dass auch die Bitcoin-Investoren einmal sagen, naja, Gewinne mitnehmen, bei der Gewinnmitnahme ist noch keiner arm geworden, heißt es ja so schön an der Börse, das zählt hier auch. Und selbst wenn sich jetzt der Bitcoin nochmal verdoppeln würde, ja, was ja schon nochmal ein richtiger Move bedeutet, bezüglich Halving, bezüglich ETF-Zuflüsse, dann würde ich sagen, jetzt als Junior Mining-Experte und ja, du weißt ja, wir hatten ja schon ein paar VX-Wacher, vor 10-Baggers haben wir auch gehabt. Heute Nacht haben wir wieder einen Verdoppler gehabt. Ja. Also mit unseren Aktien kann man schnell mal 100% machen. Ja. Und die Anleger im Bitcoin müssen schon auch verstehen, die große Rallye, die war vielleicht auch schon. Ja. Nämlich von plus minus null bis auf 60.000, 70.000 im Bitcoin. Das ist schon die größte Welle, die man vielleicht im Leben höchstens einmal bekommen, wenn man Glück hat. Also ich bin da ja jetzt kein Gegner, aber ich bin einfach einer, der auch ein bisschen mahnend ist. Ja, wenn die Euphorie sehr groß ist, kommt es meistens immer anders als gedacht an der Börse. Ist auch eine Erfahrung, die man ja einfach machen muss. Ich habe sie schon mehrfach gemacht. Ich glaube, da sollten die Anleger ein bisschen querdenken. Ich bin einfach ein Freund auch von da Gewinne mal mitnehmen und mal diversifizieren. Das kann keinem schaden. Ich glaube, wir sollten generell auf den Bitcoin achten, alle, nicht nur jung und alt, sondern wirklich alle. Auf der anderen Seite, wenn die Jungen dann Geld verdienen mit dem Bitcoin, sollten sie auch mal an die Edelmetalle denken. Kein Ausfallrisiko in der physischen Ware, das gibt es nur bei Gold und Silber. Alles klar. Wolfgang, vielen lieben Dank. Ich glaube auch, sowohl die Edelmetalle haben ihre Zeit wieder vor sich, weil es Währung ist, weil die Zentralbanken sie eben kaufen. Ja. Und wer sagt, Rohstoffe haben keine Zukunft, der, glaube ich, hat noch nicht ganz verstanden, wie die Welt funktioniert, weil völlig egal, ob wir in Halbleiter investieren, ja, Stichwort Nvidia, KI und so weiter, oder ob wir einen Bitcoin haben wollen, am Ende funktioniert all das nur, wenn wir überhaupt erstmal Rohstoffe haben. Und ich denke, also beide Sektoren, in denen wir uns da bewegen, die sind aktuell
ja, ich sag mal, großflächig unterbewertet. Ja, das definitiv ist jetzt keine Anlageberatung, aber hier schlummert auf jeden Fall viel Potenzial. Wir sehen es ja immer wieder verX-facher, ja, ob es mal eine Verdopplung oder eine Verdreifachung ist, hatten wir jetzt in diesem Monat direkt zwei Aktien, die gut durch die Decke gegangen sind. Also hier ist durchaus auch Geld zu verdienen und auch mal schnell ein paar mehr Prozent. Genau. Wolfgang, vielen lieben Dank. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und jetzt würde mich interessieren, was denkt ihr denn? Wie geht es weiter beim Goldpreis? Wir haben es eingangs angekündigt. Der Börsenindex sieht 2500 US-Dollar, aber auch Florian Grummes sieht 2500 US-Dollar in den nächsten Monaten auf uns zukommen. Aus fundamentaler Sicht spricht auch sehr viel für Gold. Im nächsten Schritt könnten dann die Minenaktien nachziehen und dann auch wieder mit phänomenalen Gewinnen schlummern. Oder seht ihr das Ganze anders? Sagt ihr, nee, Quatsch, das ist veraltet. Ich bin der Meinung, Bitcoin und KI ist weiterhin die Zukunft und hier wird es noch x-fach weitergehen. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.